Ich mach nur, was ich mach. Auch der Platz, 24 Karat. Hey, mit dem Squad, wir geben uns zu. Ihr wollt so ein Video? Dann bleibt dran. So, Benedix, kein Stopp mehr, ey. I like the, was geht denn? Ihr feiert trippy Cloud-Trap-Videos, wie die von Travis Scott, A$AP Rocky und anderen Fashion-Killer-Rappern. Ihr wisst aber nicht, wie ihr so ein Video bewerkstelligen könnt. Dafür bin ich doch da. Ich zeige euch heute ein paar Effekte, mit denen ihr euer Video wie einen guten bzw. schlechten Drogentrip aussehen lassen könnt, wie man es nimmt. Okay, let's ride. Der Dreh. Eure Location ist egal. Ich habe einfach mein Sofa genommen, mir eine Palme daneben gestellt, mit einer Strobotaschenlampe von der Seite drauf gehalten und hatte Soundboxen da, die eine eingebaute Lightshow hatten. Es bietet sich generell bei solchen Videos an, mit interessanten Lichteffekten zu spielen. Wenn ihr jetzt keine Sound-LED-Box zu Hause habt, nicht so wild. Ihr werdet aber sicherlich irgendwas finden, was blinkt oder was leuchtet und was ihr noch irgendwie ins Bild packen könnt. In den Hintergrund haben wir ein paar Bilder gestellt, in den Vordergrund ein paar Flaschen Spirituosen, mit denen man später dann auch übrigens telefonieren kann. Achtet bei eurer Performance darauf, dass ihr swaggy und oder wie auf Drogen aussieht. Euer Rohschnitt ist fertig. Ein paar verrückte Kameraeinstellungen hier, ein paar Schnitte dort und natürlich dürfen bei solchen Videos auch keine Zeitlupen fehlen. Und bei den Effekten merkt euch eine Sache, von allem zu viel. Und das beginnt schon beim Look. Übertreibt es ruhig mit dem Color Grading, macht zu viel Kontrast, zu viel Sättigung und falls ihr mit LUTs arbeitet, das sind quasi wie Instagram-Filter, nur für Videos, schraubt auch da die Intensität richtig hoch. Eine kleine Faustregel, an die man sich halten kann, macht euer Grading so, wie ihr es auch normalerweise machen würdet und dann verdoppelt einfach den Effekt. Dann geben wir dem Ganzen noch ein bisschen Filmrauschen. Mehr als es eh schon hat. Ey, und wisst ihr, was das Schöne ist? Heutzutage ist echt scheißegal, wie gut ein Video aussieht. Es ist vor allem wichtig, dass einfach was fürs Auge passiert. Egal was. Ihr könnt einfach freestylen und müsst euch nicht mal Sorgen machen, irgendwelche Fehler zu machen. Geil. Ist doch schön. Deswegen, wie gesagt, von allem zu viel. Farbton Psycho. Weiter geht es mit trippy Farben, als hätte man sich eine LSD-Pappe reingeschoben. Obwohl, sieht es so aus, wenn man sich eine LSD-Pappe reinschiebt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Simon. Wenn du dieses Video siehst, kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, ob das dem nahe kommt. Jedenfalls wird dieser Effekt sehr oft und sehr gerne benutzt in letzter Zeit. Das Video ändert ständig dynamisch seine Farben. Jede Farbe in dem Video scheint unabhängig voneinander sich zu verändern. Am Ende verändert sich jedoch lediglich nur der Farbraum. Man dreht sozusagen den Farbkreis und jede Farbe verändert sich entsprechend dieser Drehung. Mega einfach, wir benutzen in Premiere dafür den Effekt Farbbalance. In eigentlich jedem anderen Schnittprogramm sollte man das auch machen können. Wir müssen einfach den Farbraum keyframe und der soll sich dann über die Zeit ändern. Und zack, done. Displacement. Ein weiterer, ich bin auf Drogen-Effekt. Das Bild verzieht sich so ein bisschen, wie bei einer Wasseroberfläche oder einer Flüssigkeit. Man kann diesen Effekt halt fürs Bild selber benutzen, aber was auch ganz geil ist, man kann diesen Effekt auch ziemlich geil einsetzen für Sachen wie Text. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen solchen Effekt zu generieren. Wir benutzen dafür turbulentes Verzerren. Hier könnt ihr auch einfach freestylen, spielt mit den einzelnen Reglern rum und guckt, was euch so gefällt. Außerdem macht es hier auch voll Sinn, diese einzelnen Regler auch mit Keyframes zu versehen und dort ein bisschen Dynamik und Animation reinzubekommen, damit einfach noch mehr passiert fürs Auge. Wie gesagt, spielt mit den Reglern rum, spielt mit den einzelnen Werten rum. Am Ende muss das Ganze euch gefallen. So, jetzt bekommt ihr das Ganze noch einen schönen Glow. Als würde die Welt leuchten und das Licht pulsieren im Rhythmus. Dafür verdoppeln wir einfach unsere Spur und die obere versehen wir mit einem Weichzeichner. Dann wird der Überblendungsmodus dieser Spur auf Addieren gestellt und unsere Welt leuchtet. Auch hier bietet sich an, das Ganze zu animieren, geht dafür in die Deckkraft der oberen Spur und spielt dann ein bisschen rum. Keyframe das Ganze und macht eine schöne Animation und am Ende sieht das aus, wie gesagt, als würde das Licht zum Beat pulsieren. Mega trippy. Dog Footage. Im letzten Video haben wir schon über Stock Footage Overlays gesprochen. Auch hier kommen die wieder zum Einsatz. Ihr könnt da benutzen, was ihr wollt. Ich habe diesmal Glas Film Burns benutzt. Also ihr könnt da echt freestylen. Guckt einfach, was euch gefällt, was zu eurem Stil passt. Es klingt alles sehr einfach, was ich bis jetzt gesagt habe. Die Effekte, die ich euch gezeigt habe, sind auch alle sehr einfach zu bewerkstelligen. Die Kunst besteht am Ende darin, eine gute Auswahl zu finden und diese Effekte auch geil miteinander zu kombinieren. Es muss am Ende ein Gesamtpaket werden, was halt bockt. Und dazu gehört im Schnitt, dass man sich die Zeit nehmen muss, verschiedene Dinge auszuprobieren. Dazu gehört, dass man hin und wieder falsche Entscheidungen trifft, in Sackgassen gerät, ein paar Schritte zurückgehen muss und getane Arbeit damit
verwerfen. Dazu gehört auch Feeling und Rhythmusgefühl. Man untermalt mit seinen Videos schließlich einen Song und da macht es eigentlich bei 90% der Fälle Sinn, auf den Takt zu schneiden und mit dem Beat zu arbeiten. Und dazu gehört am Ende auch, das ist wahrscheinlich die wichtigste Zutat, Erfahrung. Weil je öfter ihr sowas macht, desto mehr Wissen bekommt ihr selber, desto mehr Erfahrung macht ihr, desto mehr Gefühl bekommt ihr für das, was ihr eigentlich macht und desto eher entwickelt ihr eine eigene Handschrift. Und das ist ja der Sinn der ganzen Sache. Und wenn ihr alle Punkte befolgt habt, Leute, dann könnte euer Video so aussehen. Roll it! Ja, Mann. Ich hab eine Idee, alles klar. So weit machst du dich aber egal. Ich mach nur, was ich mag. Auch im Blatt, 24 Karat. Ey, mit dem Squad, wir geben uns den Hack. Ich mach nur, was ich mag und das den ganzen Tag. Ich mach nur, was ich mag, ja, ich mach nur, was ich mag. Ich auch im Blatt, 24 Karat. Ey, mit dem Squad, wir geben uns den Hack. Ja, ich mach nur, was ich mag, ja, ich mach nur, was ich mag. Schnall dich an, ich gebe Gas. Ich hab den kleinen Dibbles, nein, nein. Ein Bitch, Bitch, Bitch und ein Liter irgendwas. Die Nachbarn, die wird dir gefallen. Wir gucken Horrorfilme mit ein bisschen Gras. Und manches Ballern richtig krank, sie hat ne schlanke Taille und nen geilen Arsch. Die Nacht mit dir wird mir gefallen. Ist schon geil, was ein richtig guter Producer rausholen kann, selbst wenn man Scheiße einsingt. Liebe Grüße gehen raus an Arman, der mir geholfen hat bei diesem Song, der den ganzen noch diesen geilen Autotune-Flair verpasst hat. Außerdem Grüße an Octillery und Knecht, deren Beat ich benutzt habe. Geiles Ding, gefällt mir sehr. Beide findet ihr unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise alle drei findet ihr unten in der Videobeschreibung. Checkt die auf jeden Fall aus. Bewertet das Ganze mit einem Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat, damit ich sehen kann, dass es euch gefallen hat. Sollte es euch nicht gefallen haben, aus welchem Grund auch immer, dann bewertet das Ganze mit einem Daumen nach oben. Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, das war's. Tschö.